Den Ort hätte man durchaus ein bisschen heller machen können. Aber nur ein kleines bisschen. So. Dann aktivieren wir das, gehen wieder hoch. Das übliche Stehaufverfahren. So, was ist mit dir eigentlich hier? Ah, cool. Nein, du auch nicht. Ich gehe jetzt einfach durch. Tschüss. Ich habe keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Vor allem, naja, eigentlich tut ihr nur Biest gegen euch kämpfen. Aber ihr nervt. Die Gegner, nicht ihr Zuschauer. They're close, I can feel it. Are you ready for them? Hell? Nicht gut. Quit while you can. No, not without Kairi. The darkness will destroy you. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with my friends. It'll never die. Really? Well, we'll just see about that. Ah! Sora ain't gonna go anywhere. You'd betray your king? Not on your life. But I'm not gonna betray Sora either, cause he's become one of my best buddies after all we've been through together. See you later, Donald. Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy. We'll tie him together. Well, you know, after one and right for all. I guess you're stuck with us, Sora. Thanks a lot, Donald, Goofy. How will you fight without a weapon? I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. My heart. Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart, just as they've become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power. So, jetzt kämpfen wir mal gegen hier Riku. Oh Mann. Wow. Ja, der hat ja einen ganz schönen. Ja. Wir waren mal gute Freunde, aber ich glaube, das gehört wirklich der Vergangenheit an, wenn man es so bedenkt. Ha ha!
Yep, da haben wir uns jetzt zusammengehalten, Donald. So. Ich hoffe, wir haben dir einen Denkzettel verpasst, Rico. So, your heart won this battle. Weiße Triotech erlernt. Na? Ich habe mich schon fast gefragt. Sorry, Goofy, aber das Biest ist... hat mehr Wurms. So. Ich brauch dich mit viel Leben, Biest. So, gibt's hier irgendwas, wie zum Beispiel Kisten? Na egal, dann gehen wir jetzt mal weiter. Oh, nette Tür. 4 Aushöhlungen sind zu sehen. Toll, das heißt, ich muss jetzt 4 bestimmte Dinge holen, oder was? Ich hasse sowas. Ah, Mann. So, Bibliothek. Da holen wir uns mal wahrscheinlich die erste Teil für die Aushöhlung. Karma-Band 8 halten. Hm, kommt bestimmt vielleicht hier mit rein. Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Hier ist die K-Reihe, Karma-Band 8. Yay, wir kommen weiter. So. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch was? Okay. Anscheinend nicht. Dann gehen wir weiter. Naja, da haben wir ja Goofy nicht. Mann. Aber das passt hier auch irgendwie nicht rein, oder? Elis Tod, Band 6. Okay, was ist das da? Hole ich mir auf jeden Fall erstmal, was da oben ist. Ultima-Gummi, wow. Was ist das? Hier ist die A-Reihe im Buch fehlt. Da darf man hier wieder suchen. Immer schön cool bleiben. Vielleicht finden wir oben etwas. Oder warte. Nee. Nicht so, wie ich es gesehen habe. Hier ist die D-Reihe, ein Buch fehlt. Oh Gott, hier fehlt viel. Z-Reihe, ein Buch fehlt. Ich weiß noch, ob ich es schon erwähnt habe, aber diese Bibliothek ist extrem lückenhaft. So, die haben wir doch komplett. Ach, nehmen wir das Buch, das ist ein blaues Buch. Trollband 6. Ja, da haben wir auch hier noch ein Buch. Vielleicht müssen wir das. Können wir das freilegen, indem wir halt. Ja, was anderes hinzufügen. So. Gut, dann können wir hier schon mal wieder raus. Ah, ich werde immer noch. Da ist etwas. Ah. Wie gesagt, das Blau haben wir ja hier vervollständigt. Das macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Ja, da fehlen ja auch mehrere Sachen.
Ach, ein paar Bücher. Die sollen vielleicht nur in Bibliothekkammer anstellen. Ach, natürlich. Die Tür ist verschlossen. Wie sollte es auch anders sein? Okay, wechseln wir am besten jetzt mal die Truppe aus, mal kurz. Gruppe das Biest tauschen wir mit Goofy. Und ja. Hey, da ist ein Buch da oben, fällt mir gerade auf. Ah, und so kriegen wir das Buch. Azas Glück Band 3. Okay, können wir es hier reinstecken? Nee. Da wahrscheinlich auch nicht. Nein, das ist ja die Z-Reihe. Aber da können wir es reintun. Gut. Ach, Mann. Ist hier voll verwirrend aufgebaut. Eine sich bewegende Bibliothek ist nie gut. Ah, da haben wir das Buch. Ich habe jetzt nicht drauf gelesen, was es war. Das ist jetzt voll blöd. Ich will eigentlich die Treppe hoch. Dankeschön. Aber es gehört bestimmt irgendwo hier oben hin. Da vielleicht? Ja, der Druiden, Band 5 war's. Und er gibt einen Weg frei zu noch mehr Büchern. So, nehmen wir das grüne Buch. Illys Tod, Band 3. Haben wir das nicht fast schon? Okay, das kommt da eh nicht rein. Grünes Buch. Das heißt, wir müssen grüne Bücher finden. Aha. Und wenn wir jetzt nochmal drehen? Läuft irgendwie gar nicht weiter. Und da können wir doch auch unser Glück versuchen. Ah, unser Glück versuchen. Ich habe kein Glück, habe ich festgestellt. So, da ist auch nichts, was uns weiter helfen kann. Aber da. Da haben wir dann zwei Bücher, wo man reintun kann. Illys Tod, Band 3. Okay, ich bin jetzt ein little bit confused. Ich dachte immer, wir haben schon ein grünes Buch und wir haben jetzt zwei. Okay, das heißt anscheinend, ich muss mich noch ein bisschen umschauen. Irgendwo ist bestimmt noch ein leeres grünes Buch hier am Rumliegen. Warte mal. Ach, komm. Ich sollte echt nicht so schnell wegdrücken. So, jetzt müsste aber hier Zone Opus. Und es gibt zum runden Schalter. Okay, ich dachte vielleicht ein grünes Buch, aber ein Schalter. Ja, yeah, die Tür wurde entriegelt. Die Tür wurde entriegelt. Das hilft mir auch nicht weiter. So, da oben sehen wir auch nichts. Egal. Geh mal einen Raum weiter. Yay. Bist du lieb, du miese Katze. Die Katze ist aus. Was ist das? Ein Blitz ist eingraviert. Okay. Blitz war. Ah, nett. Okay. Jetzt sind wir hier. Bringt's uns weiter.
Ist immer eine gute Frage. Ah ja, da ist eine Kuh. Und ein Triotech natürlich. Ah, ah. Da haben wir schon mal hier etwas. Ein Emblemsplitter erhalten. Okay. Das heißt, wir brauchen 4 Emblemsplitter, so wie ich das jetzt verstanden habe. Kriegen wir nur die restlichen dann her? Zertrümmerungen stehen an meiner Seite. Ich weiß jetzt nicht ganz, was das sonst von mir will. So, das wäre die Bibliothek. Das wäre Mizikatsi. Wir helfen jetzt nicht viel weiter. Sollen wir vielleicht anmachen? Okay. Feuer. Okay, machen wir. Fire. Probieren wir es mal anzumachen. Okay, gut, haben wir den nächsten Teil geschafft. Und den nächsten Emblemsplitter erhalten. Ah, genau, schauen wir uns mal unten um. Ich bin zwar nur aus Versehen mal runtergeflogen, aber egal. Stört mich nicht. Was mit dir hier? Okay. Ja, sorry. Auch gut, gleich kaputt gegangen. Okay. Vielleicht hier noch was? Okay. So, 1, 2, und da fehlen halt noch 2 weitere. Mann, das nervt. Ich weiß nicht, ob ich es oft genug erwähnt habe, aber ich mag solche Aufgaben nicht. So, fliegen wir hier rüber. Dann geht's wieder hoch. Ja, eigentlich hier. Okay. Ich dachte einfach mal, hier war es zu trümmern. Ja, wird schon irgendwas bringen. Ja, es hat was gebracht, aber. Hat der gleiche Emblemsplitter. Ich dachte erst, er ist so ein Hinweis, aber okay, okay. Ich will mich nicht beschweren. So. Fehlt uns noch einer. Vielleicht hat sie ja was mit den Miezekatzen auf sich, da an der Wand. Ich weiß es nicht. Heißt es nur, probieren geht über studieren, oder was? Eine Mietze-Katze will mir nichts mehr geben.
Das haben wir auch schon gemacht. Was fehlt denn hier? Was ist Geheimnisvolles, dass wir es noch machen könnten? Dich haben wir ja erledigt. Das haben wir auch gemacht. Ein Platz, der meiner gebührt. Ein Platz, der meiner gebührt. Ach hier, zur Seite schieben vielleicht? Oder andere Richtung schieben? Okay.